Sex gegen Geld. Alles andere als pures Vergnügen. Es geht um Zwang, Ausbeutung, Menschenhandel. Deshalb sollen Prostituierte besser geschützt werden. Wie gut ist das neue Prostituierten-Schutzgesetz? Die drei Kernpunkte: Kondompflicht für Freier, Erlaubnispflicht für Bordellbesitzer und Anmeldepflicht für die Prostituierten. Die Kondompflicht soll die Sexarbeiterinnen vor Geschlechtskrankheiten und HIV schützen. Verhütet ein Freier nicht, droht ihm ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Kontrolle? Wie soll das gehen? Das Gesetz sei hier jenseits der Realität, sagen Berufsverbände und Grünen-Politiker. Außerdem fürchten Sexarbeiterinnen, die Kunden zu verlieren, die Sex ohne Gummi attraktiver finden. Bordellbetreiber brauchen in Zukunft eine Genehmigung. Bislang konnte jeder einen Puff aufmachen. Das soll sich jetzt ändern, und zwar mit der Zuverlässigkeitsprüfung. Als zuverlässig gilt, wer nicht einschlägig vorbestraft ist, zum Beispiel wegen Menschenhandels. Auch bestimmte Angebote wie Flatrate-Sex sollen künftig tabu sein. Begründung: menschenunwürdig. Und was ändert sich für die Prostituierten? Die müssen sich in Zukunft anmelden, und zwar da, wo sie arbeiten, alle 2 Jahre. Die unter 21-Jährigen sogar jedes Jahr. Peinliches Outing, schimpfen Berufsverbände. Und Anonymität bedeutet Schutz. Schutz vor Stigmatisierung in einer Gesellschaft, in der Sexarbeit noch immer ein Tabu ist. Die Befürchtung von Sozialverbänden und Frauenrechtlern: viele Prostituierte melden sich nicht an, aus Angst, sich öffentlich zur Sexarbeit zu bekennen. Dann würden sie illegal weiterarbeiten. Fazit: gut gemeint ist also nicht gleich gut gemacht. Statt die Prostituierten besser zu schützen, könnte das Gesetz sie in die Illegalität treiben.